Meine Rollen sind Lehrtrainer am ISB, Organisationsentwickler mit meiner Firma Unlearn und Buchautor. Meine Erfahrungen habe ich in den letzten Jahren gemacht in mittelständischen und sehr großen Organisationen, in der Organisationsentwicklung und Strategieberatung. Ich war davor in der Politik unterwegs, in der Bundestagsfraktion, bei Abgeordneten und bei einem Parteivorstand und ich habe Erfahrung gesammelt als investigativer Journalist. Meine Kernthemen im Curriculum sind zum einen das Thema Transformation und die Frage, was Transformationsprozesse von Change-Prozessen unterscheidet und wie das Ganze mit Organisationsentwicklung zusammenhängt. Und wir gucken auf die Frage, warum Selbstorganisation in Unternehmen immer wichtiger wird und wie Führung künftig aussehen wird. Kernthemen, die mich sonst beschäftigen, sind zum einen die Strategieberatung und die ko-kreative Strategieentwicklung. Und nicht nur als Privatmensch, sondern auch als Berater beschäftige ich mich seit Jahren zunehmend mit der Klimakrise und der ökologischen Systemkrise, in der wir unterwegs sind und wie wir hinkommen können zum regenerativen Wirtschaften. Meine Spezialitäten sind die ko-kreative Organisationsentwicklung und Strategieberatung. Und im Curriculum glaube ich, dass eine meiner Spezialitäten ist, Wesentliches in Worte zu fassen und auch unangenehme Themen auf gute Weise auf den Tisch zu holen. Meine No-Gos sind, egal wo im Leben, Respektlosigkeit und Schlampigkeit. Das Schöne an diesem Curriculum ist, dass dort viele Menschen sitzen, die nicht nur Lebenserfahrung mitbringen, sondern auch ganz unterschiedliche Professions- und Organisationserfahrung. Das machen wir nutzbar und machen gemeinsam was Tolles draus. Ich habe mehrere Lieblingsmodelle des ISB. Eines meiner aktuellen Lieblingsmodelle ist der Dilemma-Zirkel, weil er auf wunderbare Weise ermöglicht, in schwierigen Lebensphasen zu reflektieren, wo stehe ich eigentlich gerade, bin ich im Dilemma und auf welche Art und Weise kann ich jetzt auf eine Spur finden, die mich wieder in Richtung lebenswert und gut steuerbar trägt.